Franziska, du arbeitest für Blume Marsen, aber nicht nur da. Du hast noch eine eigene Werkstatt. Wie heisst die? Also eine eigene Werkstatt. Mit dem Remco Menke zusammen haben wir die Wunderwerkstatt. Da ist er der kreative Schaffer. Und ich bin die, die zwischendurch mit Zeichnungen kommt und sagt, Remco, kannst du machen. Jetzt sind wir mal zusammengerückt, die Wunderwerkstatt und die Blume Marsen. Es sind jetzt Objekte von euch da. Kannst du die mal zeigen? Ja, da haben wir. Im Moment haben wir eigentlich hauptsächlich Holzsäulen hier. Die Säulen bestehen alle aus antikem Eichenholz, die wir mit Metallplatten versehen. Wir brauchen die als Kerzenständer, wir brauchen die als Säulen für die Pflanzen drauf. Schön finde ich eigentlich, dass man sie in moderne wie auch rustikale Räume stellen kann. Wir machen die von ganz klein bis sehr gross. Du hast jetzt gesagt, antike Eichen. Was ist antike Eichen? Also antike Eichen ist für mich Holz, wo wir haben hinten ein Holz, das stammt von 1780 irgendwo. 1780? Welches ist das? Das ist das hier hinten. Das war ein Türbalk noch mit den Schrauben drin. Der da. Der da, ja. Und das ist eigentlich auch das, was wir hier im Holz drin haben. Wir haben zum Teil Wurmsporen drin, wir haben zum Teil arme alte Hufnägel drin. Wir lassen die bewusst drin, wir nehmen die nicht raus. Man sieht bei diversen Holz Astlöcher. Man sieht, dass das Holz halt noch nicht maschinell verarbeitet ist, sondern von Hand gehauen. Darum ist es auch nicht so perfekt. Und das finde ich macht eigentlich gerade den Charme aus davon. Da sehen wir ganzes Wild. Das ist ganzes Wild. Das ist eines der wenigen Tannigen. Das ist Tannig. Das ist dann, ja. Ist das auch so alt? Das ist auch ziemlich sehr alt. Ja, wo findet ihr die Sachen? 1780 bin ich beeindruckt. Also, zum Teil ist es Holz, wo wir drüber stolpern. Zum Teil ist es Holz, das uns angeboten wird. Ein Teil steigert im Internet, wie wir im Internet. Manchmal finden wir irgendwo das Holz rumliegt. Und wir dann fragen, wie sieht es aus? Dürfen wir das haben? Dürfen wir das kaufen? Was ganz spannend von der Verarbeitung her ist, das Holz ist dann alles, ich sage gerade, 3 Tage lang getrocknet worden, um zu verhindern, dass wir irgendwelche Holzwürmer oder Bildsporen drin haben. Und das Lustige ist, was ich ganz spannend finde, wir finden viele Holzsäulen, aber unsere stehen nicht auf der Platte. Die haben alle so ein Schwämmt. Ah ja, es hat eine Lücke, Holz auf Metall. Und dann geht der Stab so durch, gell? Das heisst, sie sind durchgebohrt. Und durch das erreichen wir, dass man sie lüftet und nicht auf die Platte fixieren muss. Das heisst, sie sind sehr haltbar, auch für die nächsten 200-300 Jahre? Minimum, ja. Also ich würde sagen, das Holz hat länger als Blumen. Der jetzt das floristisch so ein bisschen auf Ostern trinkt. Genau. Geschäftsmarsen hat das natürlich floristisch wunderschön umgesetzt. Mit den Nestern, die dazugehören. Ja. Jetzt kann man das auch kaufen, das Objekt. Ja, natürlich kann man es kaufen. Am schönsten ist es natürlich gerade mit dem Nest drauf. Der fängt am meisten. Haben die auch einen Preis? Die haben auch einen Preis. Darf man das sagen? Ja, die sind relativ kostbar, das Foto. Für die Kleinen bei 400 Franken an, ist dann gegen oben offen. Wow, also 400 Franken würde ich so gerne zahlen für das. Würdest du zahlen? Das ist schön, dürfen wir liefern. Ja, vor allem das von 1780. Oder? Da müssen wir jetzt nur noch einen Armagnac draufstellen von 1780. Genau, das würde dir natürlich Eindruck machen, wenn wir selbstverständlich kommen. Ihr macht jetzt auch noch andere Objekte, die wir auf Fotos schauen können, im Internet. Was genau. Sind das so für Ideen? Also grundsätzlich ist eigentlich das Spannende bei uns, wir sind eine kleine Firma, wir sind ein Start-up, also haben wir allem Freude, die wir bekommen. Wir haben von kleinen Kerzenhaltern über solche Sachen. Wir haben auch schon Pflanzgefäße gemacht. Auf Bestellung, wo jemand sagt, ja, ihr müsst so einen Topf haben. Ich finde das nie, dann machen wir das bitte. Und das ist, glaube ich, das Interessante bei uns. Bei uns kann man mit einer Zeichnung vorbeikommen und sagen, ja, das suche ich. Und wir machen Kostenvoranschlag und schauen, wenn immer möglich, dass wir das erfüllen können. Das klingt sehr spannend. Wenn man zu euch kommen will, kann man zu Blume Marsen kommen und danach fragen. Und wir finden noch im Internet. Wenn man zu Blume Marsen kommen, danach fragen, sonst findet man uns natürlich im Internet unter www.wunderwerkstatt.ch. Unterdessen lernt, glaube ich, schon die Wunderwerkstatt, wenn man nicht ganz alles täuscht. Da sind wir schon relativ gut vertreten. Wir haben eine Facebook-Seite, unter die Wunderwerkstatt.ch, wo man unsere Sachen schauen kann. Und wir freuen uns natürlich über jedes Mail, jedes Telefon.
glaube, bei den Säulen ist auch witzig, wir haben zwar verschiedene Fertigungen, aber richtig interessant wird es erst dann, wenn man zu uns in die Werkstatt kommt, sein Holz aussucht. Dann kann man sagen, ich möchte höher, ich möchte kleiner, ich möchte Sonnenplatten, ich möchte Sonnenplatten drauf. Also wenn man eine Tür hat, einen Türrahmen so mit Holz von 1780, muss man unbedingt vorbeikommen. Was seid ihr geografisch? Das Rohrbach, also das ist im Oberaargau, 4938 Rohrbach. Wir arbeiten dort in einer alten Schmitte. Das Haus ist auch, wie gesagt, von irgendwie 1780 irgendwo. Und ich finde, es gibt eigentlich ganz schöne Atmosphäre. Und das Schönste finde ich eigentlich daran, dass man so meine zwei Passionen, das Blümeln und das Gestalten, kann zusammennehmen. Etwas sehr kurzlebiges, Blumen und etwas sehr langlebiges. Ja. Aber jetzt musst du noch unsere schönen Eier füttern oder filmen. Und die finde ich der Hammer, hast du gesehen? Ich weiss nicht, wer sie gemacht hat, aber die sind absolut traumhaft. Die Eier auf diesen Silberlöffeln. Das habe ich wirklich noch nicht entdeckt. Das sind echte Löffel, wie sie hier zusammen gleimen. Nein, das ist, ich würde sagen, es ist gelötet. Das kann man kaufen. Das kann man kaufen. Die finde ich der absolute Hammer. Die sind wirklich lustig. Und was sind das für Eier? Die sind riesig. Das sind Straußeneier, eingefärbte. Und da kann man noch etwas drin tun. Mit einem Ergänzgläschen oben rein. Jetzt fehlt nur noch Blumen. Moment, die kommen. Hey! Was ist das für eine? Eine wunderschöne gefüllte Tulpe. Gefüllt? Ja. Auch mit sich selber gefüllt. Gefüllt. Das Wort gefüllt kenne ich eigentlich nur kulinarisch. Gut, der Stefan ist ein bisschen verfressen, man merkt es. Was du sagst, man sieht es. Ja. Sehr schön. Was wieder würde heissen, passt zu uns. Ja. Mal, das ist also. Das ist der Hammer. Hat etwas 60er, 70er Jahre. Dann würde es dir gefallen, oder? Genau. Merci vielmal. Merci, Stefan. Thank you.
Aha.